Michaela Kerbgasse. Die Silbermedaille, Vize-Weltmeisterin aus der Schweiz, Michelle Giesing. Weltmeisterin, Kombination, sagt man jetzt 2017, Goldmedaille aus der Schweiz, Wendy Holdener. Meine Damen, darf ich mich zwischen euch stellen? Ich habe vor. Ja, ich mache die Grenze hier, genau in der Mitte, Österreich, Liechtenstein, Schweiz. Mit der Neutral in der Mitte. Hier, ich bin etwas nervös, nicht mehr. Du kannst eigentlich schon ziemlich ja, das ist das Einzige, was ich kann. Und das freut mich so stark, dass du hier bist. Ich habe dich heute in der Besichtigung beobachtet, vor dem ersten Lauf. Vor dem Abfahrtslauf und ich stand unten beim Ausgang, wo alle Athletinnen rausgehen oder fahren. Weil ich wollte mit dir noch zwei Worte quatschen, aber du warst so fokussiert und hast mit jemandem geredet. War das heute dein Plan? Oh, für mich ganz schön schwierig. Nein, also ich muss sagen, ich habe halt schon versucht, mich sehr zu fokussieren. Es sind doch sehr viele Erinnerungen, Emotionen im Vorfeld schon gewesen, einfach mit dem Wissen, dass es die letzte Weltmeisterschaft ist, die ich beschreite. Mit dem Wissen, die letzte Kombi, die eigentlich meine Lieblingsdisziplin ist, war das heute sehr schwierig. Und ich war selten so fokussiert und habe selten so gepusht wie heute und bin einfach nur absolut happy, dass es so gut ausgegangen ist. Das kann ich bestens nachvollziehen. Dein zweiter Lauf, der Slalomlauf, der war ja von einem anderen Stern. Hast du das auch so gefühlt? Ja, aber den vierten Tag war schon was. Hast du gedacht, das Schnellste, oder? Nein, es war einfach, ich wollte vom ersten Tag katakieren und es ist mir halt irgendwie gelungen. Und dann haben wir gedacht, so, wenn es jetzt nicht sind, dann wird es nichts. Und dann hat es eigentlich ziemlich gut angefühlt. Also, ich würde sagen, für einen Spezialstrahl, das ist das Ich würde mal sagen, Medaillenhamsterin. Wie viele Medaillen hast du jetzt insgesamt bei Weltmeisterschaften mit der heutigen errungen? Die siebte. Und jetzt sehe ich das recht, der Spezialslalom ist doch die einzige Disziplin, oder sehen wir dich auch noch im Riesenslalom? Wir sehen uns auch im Riesenslalom. Gut, dann wünsche ich dir ganz viel Glück. Aber du darfst nicht weggehen, du bleibst hier, gell? Nochmals Applaus für die Niki! Mit der Siegerin sprechen wir später. Es tut mir leid, ich muss mich jetzt schon entschuldigen, wir sprechen Hochdeutsch. Ganz schlimm, also für mich Hochdeutsch ist wie eine ganze Sache. Eben, ja, für mich auch. Schau genau das! Das muss ich machen! Ich nehme das im Deutschen Asche auf mein Haupt, shame on me! Ich hab's nicht. Okay, auf das wollte ich hinaus, die Familienbande. Dominik hat Gold geholt in Sochi. Marc ist ein sehr erfolgreicher Radfahrer, leider diesen Winter nicht mehr auf der Piste, wegen einer Verletzung. Und du bist das Küken in der Familie, wenn man das so sagen darf. Was macht euch? Warum? Wieso? Weshalb? Was macht euch so speziell, dass ihr so erfolgreich seid? Ja, speziell. Nein, ich denke, das Wichtigste in unserer Familie ist, dass meine Eltern waren so schön begeistert und die haben uns also ganz klein waren. Das war mir sogar in einem Jahr. Da wurde ich auf die Ski gestellt und dann haben sie mich dann gerade hochgezogen und das Jahr danach haben sie mich schon die Frau hier mitgenommen, weil sie einfach auch selber wieder richtig Ski gehen wollten. Da mussten wir einfach eben drehen. Also, es ging eigentlich gar nicht anders. Und ja, sie haben uns die Liebe geweckt für den Sport und es hat eigentlich allen richtig eingeengt und es ist wunderschön, dass die ganze Familie dieses Leben teilen darf und ja, die Medaille gibt sicher zu einem sehr großen Teil auch an Marc. Ich denke, das Schwierigste waren dann die 15 Kameras, die die ganze Zeit im Leben uns haben. Ich konnte da eigentlich einschalten und dann musste ich uns ausreichen. Ja. Es ist sicher nicht einfach, aber du fühlst jetzt die Erleichterung und die ganze Anstrengung von wegfällt, umso größer. Und jetzt kann ich mich jetzt so freuen auf den Rest der Welt.
Ich habe vorhin bei der Analyse deines Laufens gesagt, dass du zwischendurch vielleicht ein bisschen nachgezeigt hast, dass du nicht voller Input war ich damit richtig. Einerseits, andererseits war das eine blöde Eisplatte mit in den Weg und ich habe ja eigentlich gesehen in der Besichtigung und war auch bereit dafür und war auch das Gelände leicht weggefahren und Kombinationsweltmeisterin St. Moritz, Belly Holder. Ja, das klingt schon gut, aber irgendwie kann ich es noch nicht so ganz realisieren, weil rundum bleibt man da raus und ja. Und, du nicht? Ja, mal schon, aber irgendwie. Ja, ich muss noch ein bisschen verarbeiten. Manchmal musst du eine Nacht drüber schlafen, dass du es realisierst. Okay, ich meine, ich schlafe nicht viel, weil das Adrenalin so höchst ist. Also ja, okay, hier recht. Das ist mir langsam mal auch so gegangen. Habe ich recht gehabt? Ich hörte das so wechseln und. Oh! Nein, besser den Dialekt. Ja, oh. Entschuldigung, wir haben gestern den Dialekt, also es tut uns leid. Ich habe heute beim ZDF, als ich deinen Lauf analysiert habe, im Anschluss habe ich gesagt, mit dem Lauf, der war wirklich gut, der Slalomlauf. Aber mit dem reicht es nicht aus Protest in Spezialsau. Ja, da gebe ich dir recht. Also, heute war mein Abfahrtslauf besser als mein Slalomlauf, was eigentlich ein bisschen falsch rum ist. Aber ja, ich habe zu viel Fehler gemacht und ja, war vielleicht auch ein bisschen angespannt und alles. Aber ja, ich bin richtig happy, dass es gereicht hat. Ich hatte den Eindruck, im Ziel warst du dir nicht ganz sicher. Zuerst jubeln und dann so, hab mich das getäuscht. Ja, ich meine, ich war im Ziel, ich konnte nichts verändern. Ich habe die Stimmung genossen mit den Fans und ja, wollte es einfach einhaben. Ich war mir dann aber, oder ich dachte nicht, dass es für den Ziel reicht, dass es zu wenig Vorsprung ist. Und dann, als ich gesehen habe, dass die anderen Fahrerinnen auch Mühe hatten im Slalom, da war die Hoffnung wieder da. Und letztendlich hat es super funktioniert. Was mich noch interessiert ist, im Slalom, im Gegensatz zur Abfahrt, im Slalom bist du ja beim Start so nahe zum Publikum und du hörst das Zielstadion und du hörst all die Fans und all die Fans wünschen sich eine Medaille, wenn nicht Gold, von einer Schweizer Läuferin, auch von dir. Wie geht man damit um, da oben zu stehen, die Fans zu hören, zu wissen, man hat diese große, große Chance, aber man muss liefern. Also ich war wirklich nervös im Slalom und als Dennis gestartet ist, sind die Fans schon zum ersten Mal ausgetickt. Also am Start hat man schon gehört, ah ja, Dennis, und wirklich, du selber hast es auch gehört und du wusstest, nachher wird es dasselbe sein oder noch mehr. Also ich habe mich probiert darauf einzustellen, aber es war schon so, dass ich im Ziehhaus ein bisschen länger hinten gewartet habe, bevor ich da bin. Du hast noch eine große Chance, den Slalom. Fährst du den Riesen auch? Nein, ich habe die Qualifikation nicht geschafft. Also gut, dann haben wir den Slalom. Du warst die ganze Saison bei jedem Spezialslalom auf dem Podest, außer bei dieser siebten Nacht, aber das interessiert mich jetzt nicht. Sondern auf dem Podest im Slalom, du zählst also zu den absoluten Top-Favoriten. Beflügelt das? Befreit das? Oder ist es jetzt nochmal so, es muss sich nochmal sein? Also es ist sicher so, dass ich will und muss und sollte. Und wir? Ja, das kann ich nicht. Dank der Rennen heute, dank dieser Medaille, dank dem, glaube ich, kann ich es ein bisschen lockerer angehen. Und ich hoffe, dass das mein Vorteil ist und dass ich so zeigen kann, was ich kann und dann ein bisschen schneller sein als die Stilchen. Die hat ja heute den Slalom sozusagen gewonnen. Nein,
Ja, es ist sicher einfacher so in einer WM zu starten als anders. Last question. How does it feel to be world champion in Super Combined? Yeah, it's great. It's awesome to be here, stand on the top and celebrate with all the Swiss crowd out there and win at home. Perfect. I think Ali Gray has a reason about the team. Ja, natürlich. Du bist es ja schon. Alle, die schon mal hier waren, wissen, jetzt gibt es Selfie-Time. Das Recht nehme ich mir jedes Mal mit den Top 3 ein Selfie zu machen. Seid ihr bereit? Moment. Ah. Oh. Danke, danke vielmals, dass ihr hier wart. Genießt den Abend. Congratulations, gratulieren. Ganz viel Spaß.